Was für ein Rennen, was wir da erlebt haben heute in Barcelona. Die ganz großen Emotionen, den jüngsten Formel-1-Sieger aller Zeiten. Ein Papa, der glücklich ist. Niki, du bist dem Jos auch um den Hals gefallen. Hier sehen wir die Bilder. Natürlich konnte der die Tränen nicht halten. Was hat dieser junge Max Verstappen da hingelegt, Niki? Gibt es da irgendwelche Vergleiche? Ich habe keine Antwort. Außer Kappe ab. Das ist ein Jahrhunderttalent. Habe ich noch nie im Motorsport jemanden erlebt, der mit so einem Zug aufs Tor von einem Auto ins andere steigt und den Grand Prix gewinnt. So etwas hat es noch nie gegeben. Es wird es auch nie mehr geben, sage ich. Weil was der zustande gebracht hat, der junge Bursch gerade den Führerschein gemacht hat, hier alle in Schach zu halten und das Rennen zu gewinnen, ist eine unglaubliche Leistung. Man muss ja noch mal sagen, der ist 18 Jahre alt. Am 30. September wird er 19 Jahre alt, mit 17 in die Formel 1 gekommen. Ohne Führerschein, du hast das gesagt. Was macht den so abgebrüht? Was macht den so cool? Der hat im Heckspiegel den Räikkönen rundenlang. Und er hat da keinen Wackler gezeigt. Normalerweise bin ich ja ein Gegner, wenn die Väter den Söhnen erklären, wie es geht. Mhm. Weil da können sie sich nicht emanzipieren und können nicht ihre eigene Persönlichkeit entwickeln. Aber was der Vater Jos, weil der konnte sich nie emanzipieren, weil er noch zu jung ist. Was der Vater Jos alles richtig gemacht hat mit diesem Buben, ist eine unglaubliche Leistung. Erstens einmal die Gene, die ihm da seiner Mutter hineingeschossen hat, um es auf den Punkt zu bringen, waren einmal gigantisch, weil sonst wäre der Bub da unten nicht so entschlüpft. Mhm. Aber was er nachher gemacht hat, ihn sicher zu machen, ihn stabil zu machen, ihn selbstsicher ein Rennen führen zu lassen, gegen jede Attacke von dem Kimi, das ist dem Vater seine Errungenschaft, die er gemacht hat. Aber der Bub ist eine Sensation. Und dann muss man sagen, Red Bull, da ist ja durchaus auch Kritik aufgekommen, als sie diesen Tausch gemacht haben. Dr. Marke hat ja alles richtig gemacht, den Burschen da reinzusetzen. Habe ich immer gesagt. Ja. Erinnere dich. Habe ich sofort gesagt. Ja, es war klar. Der Marke hat die richtige, deswegen stand er heute am Podium, muss ich auch ehrlich sagen. Hat er wirklich verdient. Und der Helmut ist der Master von dem Verstappen sowieso, weil er im Junior-Team hineingekommen ist. Hat ihn dann, darum haben sich die beiden. Haben ihn dann richtig weiter promotet, im richtigen Moment. Und der hat ihm mit aller Kraft, mit dem Sieg hier alles gedankt. Also, Red Bull ist zurück, natürlich begünstigt durch diesen Crash der beiden Mercedes-Piloten und dadurch, dass Ferrari es nicht geschafft hat, auf der Strecke den Red Bull in Schach zu halten. Darüber sprechen wir gleich. Sie haben jetzt noch mal die Chance, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Wir drücken die Daumen, rufen Sie an. Gleich geht's weiter hier aus Barcelona nach einem wirklich fantastischen Formel-1-Nachmittag.